Im letzten Part ging es doch mal richtig ab. Der Nemesis hat uns wirklich bis zur U-Bahn-Station nochmal verfolgt. Jill hat dann den UBCS-Truppe Zeit verschafft, indem sie sich wirklich mit Nemesis nochmal angelegt hat, quasi. Ja, also fast zumindest. Die meiste Zeit Gott sei Dank nur weggelaufen. Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Remake. Wir sind jetzt hier in dieser Kanalisation gelangt, nachdem wir von Nemesis geflüchtet sind. Und ja, wir haben auch im letzten Part dann einmal kurz uns hier umgeschaut und dann sind wir so ein hässliches, wirklich hässliches Vieh begegnet. Das haben wir getötet schon. Sieht ganz schön eklig aus. Was auch immer das sein mag, ich weiß es nicht, was das war. Keine Ahnung. Also ich weiß. Gab es diese Dinger schon im Original? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Das sieht nicht lecker aus. Das sieht nicht lecker aus. Hi! Genau diese Viecher meinte ich im letzten Part. Guten Tag. Bams! Bams! Und Bams! Nein, nein! Okay. Der Part hat gut angefangen. Wir sind instant gestorben, weil das Ding uns gefressen hat. Wir wissen auf jeden Fall Bescheid. Wir dürfen uns nicht fressen lassen. Hunter Y. Gamma. Es ist ein Hunter. Gamma-Hunter oder was. Seine Haut ist nahezu undurchdringlich, wodurch direkte Angriffe inaktiv. Ja, keine Ahnung. Konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Okay. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dass dieses Ding echt gefährlich ist. Wir wissen Bescheid. Und hier scheint etwas zu geben, was wir vielleicht brauchen, aber dafür müssen wir erstmal da hinkommen. Und da können wir noch nicht hin, weil eben ist so. Was war das? Ja, was war das? Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Ja, das haben wir auch gelesen im letzten Part, ne? Und das da auch? Bewegt sich nicht. War wohl irgendeine Stromquelle. Ja, wohl irgendeine Stromquelle, ne? Das war wohl irgendeine Stromquelle, die wir brauchen, ne? Okay. Okay. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ja, die Klamotten musst du verbrennen, meine liebe Jill. Die musst du wohl verbrennen. Granate, vielleicht kann ich nicht einfach eine Granate bei denen einsetzen? Wäre das nicht geil? Wäre das nicht geil, wenn man das einfach machen könnte? Ich probier's! Und es hat geholfen! Was zum Teufel war das? Es hat geholfen! Es hat auf jeden Fall funktioniert! So viel steht fest! Und bei dir natürlich auch! Haha! Oh, was? Ich wollte schon gerade sagen, ey, wie kannst du sowas überleben? Eine Granate. Junge, eine Granate. Überlebst du nicht. Kapiert? Danke. Okay. Was ist hier? Ich hoffe, hier erwartet uns bitte keine böse Überraschung. Ich habe Angst. Scheint gerade nämlich nicht so. Das finde ich sehr schön. Wo sind wir hier wieder? Ich meine, wir sind in der Kanalisation. Ich weiß gar nicht, was. Oh, Akku! Ich glaube, das brauchen wir. Ach, super. Toll. Toll. Bitte sag mir. Nee, ist nur hochwertiges Schießpulver. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir sowas wie eine Gürteltasche wiederfinden. Das wäre nämlich sehr geil. Das würde ich sehr feiern. Sprengstoff. Nein, möchte ich jetzt nicht einsammeln. Nein, möchte ich jetzt nicht einsammeln. Grünes Kraut möchte ich einsammeln. Einfach damit ich es verwenden kann. Obwohl. Ach, fuck. Ich kann nicht wieder zurück. Shit. Ah ja, habe ich ja wieder Tollen bekommen, ne? Habe ich ja wieder Tollen bekommen, ich weiß.
Ich muss es tun. Ich muss es tun, sonst kriege ich es nicht mit. Wenigstens gibt es dafür einen Checkpoint. Wenigstens etwas. Hochwertiges Schießpulver und Schießpulver. Kann man kombinieren und wir haben Flintenmunition. Sehr schön. Dann können wir das kombinieren, das so. Oder können wir das auch einsammeln? Sprengstoff A, was auch immer das sein mag. So, jetzt ist aber alles hier wirklich voll. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich den Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. What the fuck? Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten euch fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerke beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den Evolution-Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Okay, es ging um die Hunter-Gammas. Irgendein verrückter Wissenschaftler hat diese Hunter-Gammas erschaffen. Und ja, toll, jetzt haben wir die hier in der Kanalisation. Gott, habt ihr Tollen bekommen. Habt ihr Tollen bekommen? Ich bin nicht stolz auf euch. Ich bin überhaupt nicht stolz auf euch. Kein bisschen. Oh, Brandgranaten. Bekommen wir irgendwie... Scheiße, können wir nicht mitnehmen. Toll. Toll! Habt ihr Tollen bekommen. Ich rüste meinen Schrot aus, weil ich nicht weiß, wann diese Viecher nochmal auftauchen sollten. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Lass mich doch! So. Du... Frisst mich nicht auf! Bams! Bams! Komm, komm, hol dir eine Ladung ab! Bams! Haha! Ja, komm! Komm! Bams! Genau so mag ich das! Schlaf schön! Schlaf einfach! Und wach nie wieder auf! Tu mir den Gefallen, bitte! Ich finde euch nämlich verdammt hässlich! Richtig hässlich. Ihr seid die pure Hässlichkeit. Na super, jetzt kommt der nächste. Bams. Bams. Guten Tag. Bams. Du kriegst mich nicht. Bams. Haha. Noch eine Ladung? Hä? Noch eine Ladung? Bams. Was? Kam einfach einer von hinten? Wollt ihr mich verarschen? War doch gerade nicht so. Nein, ich will nicht zum Spielmodus auf leicht wechseln. Bist du denn total bescheuert? Nee, nix da. Nix da, wir spielen auf normal. Alter, Capcom, das könntest du bitte in Zukunft lassen. Wir spielen auf normal und sowas ziehen wir auch durch. Bitte. Super. Super, super, super. Ach ja, wir sollten das vielleicht kombinieren. Warte mal, wo ist das andere? Wo ist das andere? Ach, da. Da ist das andere. Sehr schön. Nochmal eben kombinieren.
So. Dann nehmen wir das mit. So. Und schon sind wir glücklich. Jetzt sollten wir noch mal ein bisschen aufpassen, dass uns die Viecher nicht komplett hier umbringen. Gott, diese Viecher sind doch das allerletzte Dreckstück. Na komm, wo bleibt ihr? Hm, wo bleibt ihr? Ich warte. Danke. Bams! Komm! Bams! 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 Junge, stirb doch! Was ist dein Problem? Bams! Oh, diese Viecher sind ja aber auch echt scheiße, ne? Die sind schon kacke. Kann man ja nicht anders sagen. Kann man ja echt nicht anders sagen, dass die echt kacke sind. Drecksviecher. Lass mich raten, hier ist auch noch einer. Genau, natürlich. Natürlich. Bams. Bams. Junge, ich hab dich getroffen, ja? Also, geh. Komm! Bams! 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 Und tot bist du. So, diesmal kommt mir nicht einer von hinten und packt mich dann. Oder? Oder? Ha! Ne! Never! Niemals im Leben! Haha! Ich weiß, was du kommst. Ja, da bist du ja. Bams! Bams! Komm! Bams! 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 Danke! Bitte lass das die letzten gewesen sein. Die sind echt kacke. Ich hasse diese Dinger. Bitte. Danke. 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 Ein Speicherraum. Heißt das, ich kann glücklich sein in diesem Game? Wäre geil. Oh, noch was zum Lesen. Tagebuch des Forschungsassistenten. 14. März. Wassertemperatur 80. Keine Ahnung, bla bla bla. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge. Kampfpotenzial gering. 18. April. Wassertemperatur 20. Keine Ahnung, was. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Ja, das haben wir gesehen schon mehrmals. 30. Juni. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Kessle, könnte auch sein, ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August. Es ist 2 Wochen her, seit wir in den Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führen zu
einen Abfall der Wasserqualität. Aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. Es gibt Gammas, die Leute, die sie erschaffen haben, erkennen und lieb zu denen sind? Also sprich, ihr könnt sie streicheln? Leute! Kranke Scheiße. 1. September. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Ableitungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng. Da die Gammas noch weiter wachsen, wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Oh Gott, der Arme. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Ja, daraus wurde wohl nichts, ne? Daraus wurde wohl nichts. Rechnung von Gunshop Kendo. Oh, Kendo! Kendo, oh Gott, ja, Kendo, den kennen wir ja noch aus Resident Evil 2. Mit seiner Tochter. Das war eine traurige Szene, das war echt eine traurige Geschichte. Vielen Dank für Ihren Kauf eines XXXX-Granatwerfers. Boah, kennen wir denn gleich den Granatwerfer? Ich meine, wir hatten Granatmunition gefunden, ne? Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition in die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber die Tatsache wurden im Preis berücksichtigt, wie angesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite: explosive Granaten, Sprengstoff AX2, also A2-mal, Brandgranaten, Sprengstoff A plus, Sprengstoff B, Säuregranaten, Sprengstoff B 2-mal. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden, es lohnt sich nicht, welche zu besorgen, würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Wir kriegen den Granatwerfer, yeah, Alter, was will ich mit meinem Alter? Okay, das tun wir dann erstmal vielleicht weg, solange. Oder was tun wir weg? Das tun wir erstmal in die Kiste. Messer, tun wir das in die Kiste? Jetzt erstmal schon. Dings, was tun wir noch in die Kiste? Mehr nicht. Glaube ich. MGL, Granatwerfer. Yeah, Mann. Leute, wir haben endlich einen Granatwerfer wieder. Geil. Geil. Leute, damit haben wir auch die Brandgranaten und damit können wir diesen Hunter-Gammas es ordentlich zeigen. Wir können es denen jetzt mal so ordentlich geben in die Fresse. Für den Fall, dass wir jetzt gleich einem wieder begegnen sollten, ne? Ach, was mach ich denn da? Ich wollte speichern. Ich wollte doch speichern. Ich wollte doch nicht. Ach, Jesus. Ich sollte mir dieses Jesus abgewöhnen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie weird. So. Oh, falsche Knarre. Ich hab jetzt den Granatwerfer, ja? Meine lieben Gamma Hunters. Das heißt, wenn ihr euch nochmal mir nähert, seid ihr am Arsch. Habt ihr gecheckt? Ihr seid dann wortwörtlich am Arsch. Weil ich euch so verbrennen werde, dass euch alles wehtut. Und irgendwo hatte ich noch eine Brandgranaten gesehen, deswegen gehe ich nochmal zurück. Yeah.
Kann man das auch aufladen? Ja, kann man auch aufladen. Sehr schön. Fuck it. Ich weiß ja noch, wir brauchen dieses komische Akku-Dingsbums, ne? Aber erstmal muss ich wissen, wie man hier nochmal zurückkommt. Vorher können wir das eh nicht benutzen. Jetzt kriegen wir erst den Granatwerfer, nachdem wir alle Viecher hier mit der Schrot abgeballert haben. Oh, hier ist auch eine Leiter nach oben. Witzig. Chris, du bist echt witzig, ne? Das, wo gehst du hin, Jill? Jill? Ärger mich nicht. Das steht dir nicht zu. Nee, das steht dir einfach nicht zu. Mich jetzt zu ärgern, steht dir nicht zu. Nein. Never. Kommt man hier rein? Nein, die kommt man nicht rein. Ach, scheiße, ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal zurück. Ach Gott. Ich muss jetzt nochmal zur Kiste und das nochmal irgendwie Oh nee, ich hab das doch hier, ich Idiot. Ach Leute, tut mir leid. Es ist spät. Ich nehme wieder abends auf. Spätabends. Es ist gerade hier 23.14 Uhr. Ja, ziemlich spät. Aber ich musste erst noch die ganzen Videos fertig schneiden. Deswegen, es wurde spät. Yeah. Wo sind wir denn jetzt? Das ist hier die Frage. So. Bams. Stirb. Aber sowas von. Na, brennt's? Brennt es schön? Es brennt. Es brennt so sehr, dass er direkt dann gekillt ist. Dass er direkt dann schon tot ist. So. Abkürzung. Ich weiß noch nicht wofür und warum, weshalb wir nochmal hier zurückgehen sollten. Aber hey. Besser als nichts. So. Wo sind wir denn hier? Brauche ich hier noch einen Akku? Ja, ich brauche hier noch einen Akku. Ernsthaft. Ach Gott. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Aber hey, wir haben jetzt den Granatwerfer. Das heißt, machen die Stress, bekommen sie Stress. Moment mal, hier war ich doch schon mal. Was bedeutet das? Ich meine, ich brauche hier immer noch einen Akku. Warte mal, kann man den Akku wieder rausnehmen? Das wäre nice. Wenn man den Akku wieder rausnehmen könnte, wäre das doch nice. Ja, Leute, das wäre nice. Aber deswegen kann man auch hier die Tür jetzt öffnen. Och, ich depp. Ich depp. Ich bin so ein Depp, ne? Egal. Das weiß bestimmt nicht jeder beim ersten Mal. Ja, oder ist es blind? Also, ich darf mir diese Fehler erlauben. So, okay. Wo führt es denn hier? Rein. Wo sind wir hier? Was ist das? Oh, Gürteltasche! Yeah! 2 Inventarslots mehr! Das hat sich gereimt! Deswegen hat der Chris gleich geweint! Ich sollte Rapper werden, Junge! Ich sollte Rapper werden! Bin ich ja quasi schon. Aber interessiert keinen. So, kann jetzt wieder nehmen. Das können wir jetzt wieder nehmen. Und jetzt können wir diese Tür da unten öffnen. So, wisst ihr, Leute? Und wisst ihr, was wir dann machen können? Dann können wir weiter. Dann können wir weiterkommen. Und abwarten, was uns dann erwartet. Vielleicht kommt ja der Nemesis und verprügelt uns wieder und gibt uns voll hart auf die Fresse. Aber damit sollten wir leben können. Ich meine, wir spielen ja hier immerhin ein Survival-Horror. Was dann natürlich ein bisschen mehr actiongeladener ist, weil das hier ist der Beginn dieser Apokalypse. In Teil 2 hat sich die ganze Lage ja schon irgendwie etwas beruhigt. Und ja, wie soll ich sagen? Hier im dritten Teil fängt sie gerade erst an. Brauche ich das? Ich nehme es einfach mit. Messer nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Nein, brauchen wir nicht. Aber das Einzige, was wir brauchen, ist Speichern. Speichern ist das Wichtigste ever, Leute. Ihr kennt es. Regel Nummer 1 in Resident Evil.
Immer vorsichtshalber speichern. Zumindest solange ihr genug Farbband dabei habt. Ja, zumindest in den alten Teilen. Hier kann man speichern, so oft man möchte. Wie schon in Teil 4. In Resident Evil 4. Ich finde es gut, dass sie... Ich finde es echt schön, dass sie seit auch Teil 7 wieder solche Speicherfunktionen eingefügt haben. Weil in Teil 5 und 6 waren die Schreibmaschinen und sowas, die waren ja alle gar nicht mehr da. Das war ja alles gar nicht mehr da. Es gab nur Checkpoints und so ein Shit. Das fand ich schon ein bisschen schade und traurig. Aber wurde es halt wirklich eher zum, so ein Action Resident Evil. Obwohl Teil 6 finde ich eigentlich sogar besser als Teil 5. Deswegen, ich verstehe nicht, warum Teil 6 immer noch so hart kritisiert wird, mehr als Teil 5. Obwohl, doch, es hat dafür irgendwie verdammte übertriebene Hollywood Szenen. Also verdammt übertriebene Action-Szenen, die einfach quasi realistisch gesehen total unmöglich sind. Und Teil 5 war einfach nur pure Action und Geballer mit Explosion. Obwohl Teil 6 hatte auch ein paar. Aber hey. Ich finde Teil 6 trotzdem besser als Teil 5. Das Ding ist, in Teil 7 haben sie jetzt auch wieder den haben sie die Speicherfunktion wieder eingefügt. Da war es in Teil 7 mit dem Kassettenrekorder und hier in Teil 2 und Teil 3 ist es ganz klassisch die Schreibmaschine, nur dass man die halt so oft benutzen kann, wie man möchte und dafür kein Farbband braucht. So, schauen wir doch mal, was uns jetzt so erwarten wird. Wir sind gespannt. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Ja, gut. Nemesis sind wir los. Auf jeden Fall. Das heißt, wir können mit der U-Bahn uns verpissen. Wir können abhauen. Ich hab mich wohl etwas zu früh gefreut. Ich hab mich verdammt nochmal zu früh gefreut. Kommt der mit dem Flammenwerfer an? Devil. Er kann Waffen benutzen? Ja, er kann Waffen benutzen. Es ist, wie gesagt, er ist gefährlicher als Mr. X, Leute. Ich wiederhole es nochmal. Er ist gefährlicher als Mr. X. Doppelt mal gefährlicher, ja? Oh, wir können jetzt einmal hier nach oben und einmal in die Tür rein. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, kein Plan. Ah. Man findet hier grünes Kraut. Das hat sich gelohnt. Man findet hier Sprengstoff. Das hat sich gelohnt. Dann findet nur noch eine Kiste. Oh, hier ist sogar eine Kiste. Haha. Witzig. Witzig, aber geil. Okay, ich würde... Komm. Nein, nicht das. Das packen wir jetzt erstmal weg. Das brauchen wir nicht. So. Wartet. Gott, tut mir leid. Für das Hin und Her. Rotes Kraut. Kann man gebrauchen. Achso, Bolzenschneider. Sind wir fertig damit? Hat es einen Haken? Achso, wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Mülleimer-Symbol tragen, wegwerfen. Indem sie in Inventar Mülleimer wegwerfen wählen. Okay, die haben diesmal einfach nur einen Mülleimer als Symbol anstatt einen Haken. Okay, dann können wir den wegwerfen. Dann brauchen wir den nicht mehr. Sehr schön. Bolzenschneider, du hast deinen Zweck erfüllt. Wunderschön, dankeschön. Kombinieren. Explosive Granaten. Hm. Das lässt sich einrichten. So. Speichern. Okay, gut. Gut. Gehen wir weiter. Jo. Störe ich euch beim Essen? Ich hoffe doch nicht. Nein, ich wollte, dass du mich nicht kriegst, aber du hast mich ja irgendwie doch
trotzdem bekommen. Du willst mich doch verarschen. Stars! Ich muss hier raus. Schnell! Ja, witzig. What the fuck? Es brennt alles. Ja, nimm! Heilige Scheiße. Wohin? Nach oben. Holy fuck! Holy fuck! Junge! Übertreib's doch nicht so! Nemesis! Ab nach oben! Heilige Scheiße! Der setzt hier alles in Brand, denen ist das scheißegal! Denen ist alles scheißegal, Hauptsache Stars eliminieren! Komm schon, Jill. Du schaffst es. Kann man hier... Wie kann man speichern, obwohl hier alles brennt? Ja. Das geht. Das geht. Oh, Leute, wisst ihr was? Wir haben ja noch diesen Juwel, dieses rote Juwel. Ich glaube, das hätten wir irgendwie einsetzen können bei dieser einen Musikbox oder sowas, das zumindest aussah wie diese Musikbox aus dem Original, bei diesem Turm oder sowas. Wisst ihr noch, was ich meine? Ich glaube, das haben wir verpasst. Fuck! Ach Gott, bin ich dumm. Egal, können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich hoffe, ich habe dadurch nicht irgendwas Wichtiges verpasst. Das sieht mir ganz stark nach einem krassen Battle aus. Leute, wie das aber weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Leute, ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play Resident Evil 3 Remake. Bis zum nächsten Mal und ciao!